Das Gefühl, einfach diese Natur grandios zu erleben, auf dem Meer, die Höhen und Tiefen auf dem Meer zu erleben, die man im Leben sonst so hat, das war alles hinkleidend, das war also ganz, ganz toll. Das ist ein absoluter Traum. Das war also, ja, absolute Spitze. Da gab es keinen Höhepunkt, das war alles wunderbar. Du hast diese Wellen, du siehst die Natur und fantastisch, fantastisch. Einfach nur begeisternd. Man muss das erlebt haben. Das Land schwimmt vorbei, nicht wir schwimmen vorbei, sondern das Land schwimmt vorbei und man kann einfach sich fallen lassen und sagen, okay, wir gucken auf diese grandiose Landschaft und wir sind einfach frei. Schottland von Land bestimmt noch schöner, also das werde ich auf alle Fälle auch mitmachen, aber wirklich von der Seeseite das mal so mitzuerleben, das ist schon einzigartig und irgendwo hat Poseidon oder und der Herrgott Petrus da oben im Himmel hat ein Einsehen mit uns gehabt. Es war fantastisch. Schottland ist immer schon ein Gefühl der Freiheit gewesen und es ist auf dem Wasser noch mehr. Also dass man einfach die Wellen, die Bewegung der Wellen, die Freiheit noch mehr bringt. Also dass das Wasser, der Wind, die Bewegung auf dem Schiff vom Wasser aus, die Sicht auf die Felsen, auf die Landschaft von einer ganz anderen Seite her, wo man weiß, man kann jederzeit wieder abtauchen in die nächste Welle. Der erste große Höhepunkt für mich ist, dass sich einige Sachen so entwickelt haben, wie ich es mir eigentlich auch mit vorgestellt habe. Also dieser Zusammenhalt von den Leuten, die hier mit an Bord waren und Hilfeleistungen und Gespräche, die stattgefunden haben. Also das war überwältigend für mich. Nicht anfassen, alte Menschen.
Wir hatten einfach ein bisschen Bedenken, weil wir kannten die ganze Crew nicht und wir machen sonst immer sehr individuell, alleine Urlaub. Und wir hatten einfach ein bisschen Bedenken, dass das alles funktioniert und es hat bestens funktioniert. Wir haben uns unheimlich wohl gefühlt. Das war eine Seelenverwandtschaft, eine Seelengemeinschaft auf dem Schiff. Wir kannten ja noch nicht alle, mit denen wir jetzt 6 Tage zusammen waren. Und es war eine super tolle Truppe. Alle haben sich super verstanden. Also die Harmonie stimmte, die Chemie stimmte. Es war wirklich klasse. Jeder durfte mal ans Steuer. Das war ganz toll. Also ich glaube, fast jeder war irgendwann mal am Steuerrad. Ne? Sicherlich. Sagen wir mal 100 Seemeilen stand ich bestimmt hinten am Steuer, vielleicht auch nur 80, ist egal. Es war auf jeden Fall wieder ein Erlebnis, ne? Und es macht mir einfach riesigen Spaß, da hinten zu stehen und mit 2 Fingern irgendwo den ganzen Kahn mit 40 Meter Länge irgendwo in die richtige Richtung zu bringen. Das ist so das richtige Urlaub machen für mich. Ansonsten war für mich natürlich auch ein außergewöhnliches Erlebnis, dass wir fast jeden Tag hier irgendwo mit der Angel an der Reling hingen. Das war spitze. Bin ich auch dem Uli sehr dankbar, dass er seine Angelausrüstung mitgebracht hat. Das war wirklich sehr, sehr schön. Na, wir haben Makrelen und kleine Wittlinge und solche Sachen, aber alles halt nur in kleinen. Leider die großen Sachen waren nicht dabei, außer einen großen Autoreifen haben wir eigentlich nichts Großes gefangen. Da war aber helle Aufregung dafür. Heute gibt es Fisch. Wie überraschend. Hey, wir haben Seeteufel und Kabeljau. Seezunge wird es nicht rein. Auf Gemüsebett an Mashed Potatoes. Das geht gut. In 1 Stunde sind wir auf die Ankerplatz. Pass mal auf. So, das sieht doch gut aus. Weil es nicht reicht, haben wir noch Seezunge. Da muss ich mal backen. So, jetzt. Noch mal von dem ein kleines Stück wollte ich noch. Ja? Was anderes jetzt dazu. Ja, ist das? Lass du es bei den anderen auch was. Wenige Tage im Jahr, wo man richtig, also mit glatter See da rankommt. Wir haben einen davon erwischt, also Windstille. Vor Staffa, das ist, ich weiß nicht, wie viele Tage das im Jahr ist, 5, 6, 10 Tage vielleicht oder so, vielleicht auch 20, weiß ich. Aber mehr sind es bestimmt nicht. Das war wirklich grandios, also von der Landschaft. Es war wirklich ein absolutes Erlebnis, mal zu sehen, was die Natur alles so an vielen verschiedenen Sachen bringen kann. Also das ist eine grandiose Insel. Ja. Das ist eine der sagenumwobensten Inseln Schottlands, diese Basaltsäulen und diese Höhle, Fingal's Cave.
Schon dadurch, dass also Mendelssohn in irgendeinem Brief, ich weiß nicht genau, in wen er geschrieben hat, ich glaube an seine Schwester, hat er geschrieben, dass er dieses, das, er war da in einem Ruderboot drin, also diese alten Ruderboot und Segel dran und altes Holzboot, die war schlecht, die war ganz, ganz schlecht und er hat diese Höhle gesehen, hat diese Basaltformation gesehen, hat gesagt, jetzt habe ich den Anfang meiner schottischen Symphonie gefunden. Ich würde gerne wieder mitfahren. Und ich habe, glaube ich, auch noch ein, zwei Leute, die auch mitfahren würden. Also die, ich habe gerade telefoniert, die sagen, oh, ich würde mal machen. Und ich habe ganz, ganz viele Vorschläge, wo man noch langfahren könnte. Ja, und mit diesem Boot ist ja alles möglich. Ja, vorstellen kann ich mir das. Wenn die Zeit dazu da ist, auf jeden Fall, ja. Vielleicht ein bisschen früher, nicht so im Oktober oder sowas. Aber wir hatten Juli, wunderbares August wäre Wetter. Auch schön. Ja, aber das ist insgesamt noch ein bisschen wärmer. Da muss ich nicht immer Mütze tragen. Ich glaube, der nächste Trip kann nur genauso werden. Viel besser geht nicht. Ich kann jetzt nur noch mal Dank sagen an die Crewmitglieder und an Inni. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie als nächste Tour wieder solche Leute an Bord haben, wie wir waren. Denn ich denke, Sie haben auch sehr viel Spaß an uns gehabt. Die Dieter macht das keinen Spaß mehr. Super. Zeit und wieder. Mhm. Nur mit einem Captain, der auch ab und zu angelt, weil der lässt sich ab und zu mal treiben, da könnte man besser Fische fangen.